Sie spucken und sie lachen, sie singen und sie schreien. Sie wollen noch mehr Spielbär. Die leckeren Knabbereien. Ihr kleinen Schweinchen, ihr hässlichen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Serum, meine lieben Freunde. Wir haben gerade im Live-Chat eine sehr lustige Diskussion über Deckel geführt. Wer hätte das gedacht? Denn uns ist nämlich eine Sache aufgefallen. Die Rezepte im Spiel sind teilweise ziemlich lustig. Insbesondere für die Upgrades der Waffen. Und das muss ich nochmal ganz kurz etwas vertiefen. Das möchte ich den YouTube-Zuschauern nicht vorenthalten an der Stelle. Wenn ihr mal schaut bei Upgrades, was man braucht, um die Power, also die Kraft des Speeres zum Beispiel, zu verstärken. Man braucht 15 Dosen, 15 Kabel. Okay, da kann man noch argumentieren, ja, 15 Dosen, wenn man die so ein bisschen zusammendrückt vielleicht und dann so um den Speer drumherum, dann wird da außenrum vielleicht ein bisschen stabiler. Ja, okay, kann ich noch gelten lassen. Und das Kabel kann man dann vielleicht noch so drum wickeln. Was merkwürdig ist, das ist nur hier hinten. Also der markiert ja immer die Upgrade-Punkte an den Waffen. Hier hinten ist der Punkt, wo das alles dann verwendet wird. Und dann denke ich mir so, warum eigentlich da hinten? Vor allem stellt euch mal vor, wie schwer 15 Dosen sind alleine schon. Wenn ihr die ohne Inhalt durch die Gegend schleppt halt auch. Und dann, was aber auch geil ist, man braucht ein Radio. Warum zur Hölle brauche ich ein Radio, um den Speer stärker zu machen? Ich verstehe es nicht. Also ich meine, das kann ich noch verstehen halbwegs, die Dosen. Auch wenn das ganz schön viele Dosen für das bisschen Spitze hier unten sind. Und die Kabel kann ich auch irgendwie noch gerade so verstehen, auch wenn die Menge sehr hoch ist. Aber warum das Radio? Wozu? Da wurde auch geschrieben, ja, das sind dann so für die Soundeffekte beim Zustechen. Das ist schon irgendwie schräg, keine Ahnung. Aber das zieht sich wie ein roter Faden durch die Rezepte durch. Wenn ich die Festigkeit des Speeres verbessern möchte, pass auf, dann brauche ich 30 Dosen, okay? Das ist halt sehr, sehr, sehr viele Dosen, ja? Jetzt überlegt mal, wie schwer das Teil wird. Das eine Upgrade waren schon 15 Dosen, das nächste sind schon 30 hier, ja, mit der Festigkeit. Nochmal 20 Gabel. Dann vor allem auch Alkohol, ganz wichtig. Der Alkohol ist nicht für den Speer, der ist für mich dann, damit ich fester zuhauen kann und treffsicherer werde. Und dann das Beste ist, der Vorhang. Das ist das Allerbeste. Damit der Speer fester wird, musst du ihn mit einem Vorhang umwickeln. Du darfst nicht irgendwas anderes verwenden. Du musst den Vorhang verwenden. Ganz wichtig. Wahrscheinlich braucht er davon irgendwie nur so 3 Fasern oder so aus dem ganzen Vorhang. Und der friemelt die sich dann aus dem ganzen Vorhang raus. Also ganz ehrlich, also diese Rezepte sind wahnsinnig lustig. Müsst ihr euch mal reinziehen, diese Rezepte von den Upgrades. Auch bei der Machete ist es wahnsinnig lustig. Also da gibt es zum Beispiel auch so Sachen hier. Um die Effizienz, also die Geschwindigkeit, mit der ich zuhaue bei der Machete, das ist ja die Effizienz, Angriffsgeschwindigkeit, um 15% zu erhöhen, brauche ich auch wieder einen Vorhang, ja, und 2 Bratpfannen brauche ich. Wenn Sie Ihre Hieb- und Stichwaffe beschleunigen möchten, nehmen Sie 2 Bratpfannen, reiben Sie sie in einer entsprechenden Geschwindigkeit bis zum Entzündungspunkt aneinander, bis die beiden Bratpfannen in der Mitte zusammen fusionieren. Und dann umwickeln sie die fusionierten Bratpfannen mit einem Vorhang. Mit den entsprechenden Maßen. Es darf kein kleinerer Vorhang sein, sonst funktioniert es nicht. Und dann wird ihre Hieb- und Stichwaffe 15% schneller. Man kennt das, ja. Das ist schon mega lustig. Genau. Lasst uns das nicht noch weiter ausschlachten. Apropos ausschlachten, genau. Wir müssen jetzt wieder in die Zone und müssen Dinge sammeln, weil ihr habt gesehen, die Upgrades sind wahnsinnig teuer und wir brauchen ja auch noch Upgrades für andere Sachen. Das heißt, wir müssen noch mehr Zeug sammeln. Ich muss jetzt nochmal gerade gucken, wie viel Serum habe ich. Ich kann eine ganze Kompanie mit Injektionen versorgen. Der absolute Wahnsinn. Dann lasst uns gleich mal in See stechen, würde ich sagen. Stechen muss man ja sowieso alles Mögliche. Entweder das Serum in den Arm oder den Gegner in den Kopf. Das ist einfach der Wahnsinn. Wir gehen einfach los und machen das jetzt. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Serum reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die mal am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist. Oder am Ende. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos. Nicht nur zu Serum, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Genau, Hasen müssen wir auch umbringen.
Wir müssen quasi alle Hasen umbringen, die irgendwie nicht bei 3 auf dem Baum sind. Weil wir das tun müssen. Weil wir Unmenschen sind. Ich kann es ja leider nicht ändern. Ich brauche ihre Ohren. Für Upgrades. Ich bin aber zu langsam. Siehst du, ich bin zu inkompetent. Der Hase. 5 Minuten, nachdem der Hase an Spielbär vorbeigelaufen ist, fängt Spielbär an, den Speer zu bewegen. Ja, lass uns Hasen jagen. Unfassbare Reaktionsgeschwindigkeit. Ah! 5 Minuten, nachdem Spielbär vom Wolf in den Popo gebissen wird, fängt er an zu reagieren. Weil mir immer noch die Deckeldiskussion in den Knochen sitzt, die wir hatten. Und das kann man nicht mehr reproduzieren, meine lieben Freunde, diese Deckeldiskussion. Ich kann, da ist der Deckel jetzt drauf, das geht einfach nicht mehr. Ich kann mit dem Deckel jetzt nicht mehr. Es ging um die Deckel, diese Riemen, diese Ringe unten unter den Deckeln, die den Deckel an der Flasche halten sollen, damit du die Flasche mit Deckel zusammen wegwirfst. Quasi, darum ging es. Meine lieben Freunde, einen Ring sie zu knechten, kann ich da nur sagen, ja. Es ist der Wahnsinn. Ja, schon einige gesagt, man muss die Flasche mit dem Verschluss und dem Ring immer in den Schicksalsberg werfen. Ganz wichtig, damit alles richtig gemacht wird. Ich habe schon wieder Leben verloren. Ich muss meinen Verband verwenden. Ich bin hier übrigens noch gar nie lang gegangen vorher, fällt mir mal so auf. Muss ich hier überhaupt lang? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Da oben ist aber ein Gebäude oder so. Das ist diese komische Mauer, ne? Ich laufe hier durch die Pampa, völlig plan und ziellos. Wie viel Zeit habe ich noch, serumtechnisch? 2 Minuten, weißt du was? Ich verabreiche mir gleich mal eine Injektion. Direkt. Wandzerstörung. Ah ja, stimmt! Das hatten wir ja auch gemacht. Die Wandzerstörung. 7 Minuten. Haben wir jetzt. Warte mal, da war doch gleich auch eine Wand. Ist jetzt die Frage, auf welche Wand wende ich die Zerstörung an? Was, welche Wand wird die angewandte Zerstörung, die Wandzerstörung zu spüren bekommen? Müssen wir eigentlich hier irgendwie, ich laufe gerade im Kreis, glaube ich. Irgendwas hat mich angesprungen. Ich habe keine Ahnung. Ich muss, glaube ich, zurück. Ich muss zu dieser Wand. Ich will das jetzt ausprobieren. Ich muss das jetzt machen. Warte, warte. Also, wir haben verschiedene Serien mit verschiedenen Dosen. So. Und, jetzt pass auf. Jetzt müssen wir hier das nehmen, wo, genau, Wandzerstörer draufsteht. Guck. Und jetzt kann ich Hindernis zerstören. Fehlender Serum-Effekt. Wie? Aber ich hab doch gerade, da hab ich doch, ich hab doch den Zerstörer. Welche Wände sind denn gemeint? Die Säge fehlt. Ah, ja, genau. Ah, ah, ah. Du hast das Werkzeug nicht mitgebracht. Ah, ah, ah. Mit der Machete. Meinst du, es ist so einfach, dass es die Machete ist? Guck mal, da kann ich nichts machen. Mit der Machete nicht. Mit E nicht. Muss ich vielleicht irgendwas drücken? Muss ich Abracadabra sagen? Sesam, öffne dich. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das Rankenserum musst du machen. Ja, aber, okay, warte, da müssen wir jetzt schnell zu einer Wand, damit ich noch eine kaputt machen kann. Ha, bestimmt, wenn ich an einer Wand ankomme, die ich kaputt machen kann, versiegt dann bestimmt die Wirkung. War da nicht so eine komische Felswand, wo auch stand, dass da ein Serum-Effekt fehlt? Da war doch so eine Felswand da hinten irgendwo, warte mal, ich weiß, wo wir hin müssen, glaube ich. Hoffentlich werden wir jetzt nicht wieder von Wölfen angegriffen, wenn wir da hingehen. Und hoffentlich hält dieser Effekt jetzt noch so lange. Boah, diese Musik macht mich so fertig, ne? Ich denke immer, jedes Mal irgendwas ist oder irgendwas greift mich an oder irgendwas ist hier oder irgendwer macht Techno. Techno, Techno, Techno. Oh, warte mal, ein Autowrack. Gleich mal plündern. Oh, da war ganz viel Zeug drin. Habt ihr das gesehen? Oh, wer ist das? Guten Tag. Der Nebelwolf. Ah! Noch ein Wolf. Aua. Noch ein Wolf. Alpha-Wolf, oh noch. Nicht euer Ernst. Du musst auch hier stechen. Er hat schon wieder keine Stamina. Alter, was ist denn hier los schon wieder? Lauter Viecher. Ich muss weg, ich muss weg. Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Wo kommen die jetzt auf einmal wieder her? Die hatten wir doch alle schon mal getötet. Ich denke auch immer mit den Soundeffekten, dass der Gegner schon längst da ist.
Weil die Musik ständig immer on the edge ist. Da kannst du immer nicht unterscheiden, wirst du gerade angegriffen oder ist gerade irgendwas? Das ist, das macht mich ein bisschen wahnsinnig, ehrlich gesagt. Können wir uns vielleicht darauf einigen, dass immer nur dann Musik spielt, wenn ich auch wirklich angegriffen werde, wenn auch wirklich was akut auf mich zukommt? Das wäre sehr nett. Jetzt zum Beispiel weiß ich schon wieder nicht, werde ich verfolgt oder nicht? Du musst aber in ständiger Anspannung sein, sonst wird's langweilig. So, warte mal jetzt. Hier war irgendwo so eine Wand, wo man irgendwie so ein Ding hatte, mit so einem Interaktionsbenübel. Hier hinten war das irgendwo. Und hier sind auch keine Gegner momentan. Hier, das war hier oben. Da. Das waren ja hier die Ranken. Hier, so eine Wand hier, warte. Ja! Wie mache ich das? Wie denn? Hindernis zerstören, wie? Ich sag ja Abracadabra, dreimal schwarze Katze. Was muss ich denn drücken? Q? Nee, keine Ahnung. Warte mal, da muss ich mal nachgucken. Steht das irgendwie bei der Tastaturbelegung zufällig? Interagieren, alternative Interaktionen. Vielleicht ist es ja die Alternative. Timer prüfen, letzte Waffe, Fertigkeitsslot verwenden, 1. Seite umblättern ist es vielleicht. Mit F geht's nicht. Wie kann ich denn den Effekt auf diese Dings legen da? Held. Wie? Wandzerstörer, so, unendlich. Aber wie setze ich ihn ein? Wie mache ich das? Ohne Waffe. Ja, wie lege ich die Waffe weg? Wie mache ich das? Es führt eins zum anderen hier. Einfach rechte Maustaste hier oder irgendwie was? Keine Ahnung. Alt F4, ja genau. Auf die Waffe das Serum. Das geht nicht. Ich brauche dafür einen Serumbehälter. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, warte, ich muss mich indizieren. Ist nicht euer Ernst. Bestimmt ist es was ganz Blödes. Guck mal, das hätte mir das hier bei dem auch nichts genützt, weil ich hätte auch nicht gewusst, wie ich das einsetzen kann. Das ist bestimmt auch eine Spritze, das Wendehauen. Ja, das habe ich ja schon gemacht. Das ist ja der Effekt, der links unten da als Faust steht. Das ist ja der Wandzerstörer. Der heißt ja sogar so. Und der wird auch so beschrieben. Und der ist auch aktiv. Aber wie setze ich ihn ein? Z habe ich schon probiert. Ü habe ich schon probiert. U. A, E, I, O, U. Die Pfeiltasten. Der Nummernblock. Ich schaue am besten hier auf den ganzen Nummernblock drauf. Print Screen. Oh Mann. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. G und dann wechseln die Fertigkeiten. G funktioniert nicht, da passiert gar nichts. Vielleicht ist das noch gar nicht implementiert. Vielleicht soll man noch gar nicht so weit kommen. Wäre jetzt so meine Theorie. Weil da müsste man mir ja irgendwie sagen, wie ich die Fertigkeit einsetzen kann. F12. Wir gehen jetzt nochmal da lang, wo die zwei Wölfe waren. Aber warte mal, ich nehme mal lieber sicherheitshalber den Speer, weil der macht nämlich mehr Schaden. Der macht mehr Schaden, der macht mehr Schaden. Du musst zuerst den Nippel durch die Lasche ziehen. Ach ja, stimmt, so war das ja. Und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben gehen, drehen. Genau. Das habe ich voll vergessen. Wie kann ich das nur vergessen? Es muss sich die Haut mit der Lotion einreiben. Auch das, mein Freund, habe ich vergessen, stimmt. Wir müssen jetzt hier mal die ganzen Viechers platt machen, die hier noch sind. Nebelwolf, weil anscheinend das mit der Wand funktioniert nicht so, wie ich mir das denke. So, einer ist schon mal tot. Der ist auch tot. Beide tot. Schön plündern, immer alles mitnehmen von den Torten. Wo habt ihr eure Torten? Wie viel Zeit habe ich noch? 2 Minuten, muss schon wieder Serum nehmen. Alter Schwede, wirklich, ey. Nein, was? Wieso kann ich jetzt Schutz... Wieso kann ich das jetzt nicht nehmen? Warum? Detailserum kann ich auch nicht nehmen? Warum kann ich denn das jetzt nicht nehmen? Was ist da jetzt los? Ah, ich bin zu krass schon. Zu krass mutiert, war? Kann das sein? Ich muss zurück. Ich muss mich serumisieren, glaube ich. Irgendwie so ähnlich. Du hast vom Kompass eine Markierung. Ist das nicht deine Aufgabe? 0,3, ja. Aber das verändert sich nicht. Das ist so ein bisschen das Komische daran. Das verändert sich nicht. Warte mal, da.
Hier ist auch so eine Wand. Ich kann da halt nichts machen. Was muss ich machen, um die Wand zu zerstören? Ich weiß es nicht. Das schafft er in 2 Minuten nicht. Ich weiß, ich werde jetzt sterben. Aber wieso ist denn jetzt mein Effekt so hoch? Das verstehe ich nicht. Chick, chick, pick, chick, 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 pick, chick, 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 pick. Das ist doch bescheuert. Ich habe lauter geiles Serum und ich kann es nicht benutzen, weil... Weil er irgendwie seine 5 Minuten hat jetzt, oder was? Weiß Google die Info? Nein, Google weiß gar nichts, weil das Spiel noch nicht raus ist, wenn ich das jetzt hier spiele. Das Spiel kommt erst noch. Google weiß gar nichts. Google ist vollkommen ahnungslos. Jedes Serum ist negativ, ja. Mann! Bam, 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 bam. Oh oh, es geht los. Halte Tab und initiiere das Serum. Aber das geht nicht. Kann ich mir nicht einfach eine Überdosis setzen? Das geht doch auch. Haben andere vor mir auch schon gemacht. Ganz ehrlich. Das war's dann wohl. 20 Sekunden. Dann sterben wir jetzt. Mal gucken, vielleicht. Ich muss ja dann auch schauen. Muss ich meine Leiche plündern eigentlich? Wie war denn das? Wir haben jetzt so viel Zeug gefunden ja noch. Und das ganze Serum, was ich noch in mir drin habe. Renn doch. Lauf doch wenigstens. Er rennt auch immer wie so eine Oma. Ach, was sag ich? Ist eine Beleidigung für jede Oma. Jede Oma kann schneller rennen als der. 20 Sekunden, ja. Ich kann nicht mal mehr auf die Uhr gucken. Die Zeit ist abgelaufen. Er stöhnt schon. Oh nein, er verliert Läden. Schnell noch rein in die Tür. Ha, schön, wie die Tür noch offen ist. Hey, jetzt bleibt die Tür immer offen, weil meine Leiche da liegt. Du bist gestorben. Ach was. Teleporting. Und was ist jetzt noch in meinem Inventar? Meine Waffen immerhin noch. Okay, meine Waffen habe ich noch. Und mein Serum habe ich auch noch. Warte, dann hole ich jetzt noch schnell... Ey, warte, ich habe ja... Habe ich noch? Muss ich noch? Ich habe 2 Minuten Zeit, um meine Leiche zu plündern. Komm. Das kriege ich doch hin, oder? In 2 Minuten dahin laufen? Aber das kann ich jetzt wieder nehmen, das Serum. Ja, ja, okay. Jetzt kann ich wieder Serum nehmen. Mit Verband gegenheilen. Ja, das ist so schnell kann ich mich gar nicht gegenheilen. Bis ich da. Das Ding ist ja auch nicht pausiert, wenn du im Inventar bist. Da läuft ja die Zeit weiter. Da musst du dich dann reinklicken. Bis du dich da reingeklickt hast, auf den Verband und Verwenden gedrückt hast, ist schon wieder die ganze Leiste weg. Aber ich habe mich immerhin noch hier hingeschleppt. Wie sehe ich eigentlich aus? Ich bin ein Rucksack. Guck mal, ich bin gar keine richtige Person. Ich habe alles genommen. Nice. Ich habe alles genommen. Ich finde das ein bisschen traurig, dass ich nicht mal wirklich da bin eigentlich. Dass ich nicht mal eine Person bin, wenn ich schon sterbe. Ich würde gerne mal sehen, wie ich aussehe, wenn ich da so liege. Vielleicht lernt er es ja noch. Ich lerne was noch? Was lerne ich nicht? Weil das Serum mehr Schaden anrichtet, steht ja da. Was, das Serum richtet mehr Schaden an? Ja, und wie soll ich dann... Hä? Okay, das ist aber anstrengend dann. Das ist aber anstrengend mit Schaden. Das ist ja hier... Da muss ich ja wohl aufpassen. Ich muss mich absorbieren nochmal jetzt. Aber ich habe ja keinen Schaden. Also, nicht im Spiel. Moment. Das Lesen von Dingen. Okay, warte. Biologische Effekte. Schutz gegen die Fäule. So, warte mal. Genau, plus 12, siehst du? Aber... Gibt es auch eine Möglichkeit, weniger Fäule-Effekte zu haben? Mach mal nicht hier alles gleichzeitig. Schnittresistenz hat man ja. Da braucht man diese komischen Maden-Dinger. Da weiß ich auch nicht, wo die sind. Keine Ahnung. Sprung der Zerstörung. So, das hier hat man ja gehabt. Wie viel Malus kriege ich denn da? Plus 5. Wie viel habe ich denn da eigentlich? Kann ich mich selber eigentlich auch irgendwie aufrüsten, irgendwie, dass ich mehr aushalte eigentlich? Warte mal, ich bin doch Held hier, das bin ich, genau. So, jetzt kann ich mich doch verwandeln, eigentlich, normalerweise. So, was brauche ich denn, um mich zu verwandeln? Da muss man doch irgendwie was bekommen hier. Threshold.
Ein Threshold kriegt man da. Guck mal, hier ist doch auch alles schon schreigefaltet. Aber ich kann irgendwie nichts machen. Ich weiß nicht warum. Er meckert schon wieder. Er will schon irgendwas von mir. Vielleicht muss ich noch mehr Körperdinge zerstören. Geh mal nochmal auf den Wandzerstörer, auf die Details. Ja, warte, ich guck auf Details. Moment, Brauen. Da ist der Wandzerstörer. Und im Moment, wo war der Wandzerstörer? Hier, der Wandzerstörer. Diese Mutation erhöht die Körperstärke und erlaubt es dir, schwächere Wände zu durchbrechen. Ja, wie? Was muss ich denn da drücken? Was muss ich denn da machen? Was ist es denn? Ich sag euch, ich muss irgendwie einen Zauberspruch vorher aufsagen. Guck mal, das gibt plus 16 sogar an Malus. Der Wandzerstörer. Der Wandzerstörer hat mir nämlich gerade die Show vermasselt. Das ist nämlich das Ding gewesen. Da muss ich noch irgendeinen Zauberspruch vorher aufsagen. Vielleicht muss ich noch tanzen vorher. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Irgendwas muss ich auf jeden Fall vorher noch machen. Ich mache mir jetzt hier noch so ein Ding. Was bringt Upgraden vom Wandverstärker? Da wahrscheinlich mehr Malus. Der kann ich nicht machen, aber das bringt immerhin Wildheit. Ah, das reduziert das. Guck mal. Wenn man das upgradet. Da wird es weniger. Können wir das Ding hier nochmal upgraden vielleicht? Ja, guck mal, da ist es bei 0. In der nächsten Stufe. Der Malus. Das Problem ist, wir müssen dafür die Schweine töten. Ich muss erstmal bis zu den Schweinen überhaupt durchkommen. Das ist schon mal Problem Nummer 1. Ich komme ja gar nicht mal bis zu den Schweinen. Jetzt müssen wir mal reparieren. Denn die Waffe ist nämlich schon sehr, sehr kaputt. Tatsächlich. Die Waffe können wir auch mal reparieren. So, was haben wir denn jetzt eigentlich alle? Können wir machen? Upgrade? Können wir? Nee. Können wir nicht. Ich wollte auch schon die ganze Zeit mal in diese verdammte Tankstelle reingehen. Aber meinst du, da kommt man mal dazu? Nee. Das Schwein ist der große Keiler, ja. Aber ich meine, das bewegt sich so langsam, das Schwein. Ich kann ja auch nichts mehr ablegen, ne? Fällt mir mal gerade so ein. Ja, stimmt, das war ja voll. Warte mal, genau. Was braucht man nochmal, um das Lager zu upgraden? Das war ja auch noch so eine Aufgabe, die noch anstand. Handtücher, ja genau. Ach, Scheiße. Handtücher, da war ja was. Warte mal. Können wir die jetzt selber? Ne, die konnten wir ja nicht selber machen, die Handtücher. Oder konnte ich die selber machen? Ne, eine Decke kann ich selber machen. Handtücher nicht. Stimmt ja, das war ja das Ding. Man braucht ja Handtücher. Man braucht ja unbedingt Handtücher, um mehr Lagerplatz in seiner Basis zu haben. Man kann nicht irgendwie ein paar Bretter nehmen und einfach aneinander nageln. Nein, man braucht Handtücher. Es ist so durchdacht und so logisch. Die Handtücher, um die Kiste damit auszulegen. Natürlich, damit die Sachen weich liegen, genau. Man kennt das doch. Alles bekannt. Ich weiß nicht mal, wie so ein Handtuch in dieser Welt aussieht. Ich habe noch nicht mal eins gesehen bisher, glaube ich. Oder hatten wir schon ein Handtuch gehabt bisher? Wir hatten auch noch, glaube ich, gar keins. Wahrscheinlich sehen Handtücher genauso aus wie Vorhänge. Die haben wir nämlich auch noch nicht gesehen. Wie viel Zeit habe ich? Eine Milliarde, genau. Hier, ich muss Serum nehmen für mehr Zeit. Genau. 11 Minuten, guck mal. Jetzt geht's rund. Jetzt haben wir unendlich Zeit. Kann ich jetzt noch Serum nehmen oder ist jetzt schon der Zug abgefahren? Nee, ich kann noch Serum nehmen. Ist noch alles gut. Was ist im Kreismenü-Tab der obere Punkt? Das ist Waffen. Das hier unten ist Werkzeug. Das ist aber nur mein Drecker. Ich weiß nicht, da legt er bestimmt die Waffe aus der Hand. Und ich will hier nicht ohne Waffe in der Hand rumlaufen, ehrlich gesagt. Ein Handtuch dabei zu haben, ist immer wichtig. Ja, genau. Zum Abwischen, hinterher. Für hinterher, danach. Ah, okay, die sind nachgespawnt. Na super. Stirb halt. Stirb, 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 stirb. So, und dann plünder ich dich, du hässliches Fratzenvieh. Gut, naja, wenn der jetzt wieder da ist, dann bedeutet das wahrscheinlich, dass die anderen Gegner auch wieder da sind, die wir schon mal platt gemacht haben. Das ist natürlich auch mir jetzt ein bisschen blöd. Ich hatte mich schon gefreut, dass die nicht wieder auftauchen. Offensichtlich habe ich mich da zu früh gefreut. Denn offensichtlich tauchen sie nach einer gewissen Zeit doch wieder auf. Was natürlich jetzt ein bisschen ungünstig ist, durchaus. Irgendwelche Indianergeister flüstern mir schon wieder Dinge ins Ohr. Meine Vorfahren wahrscheinlich, die mit mir Kontakt aufnehmen. Oh, Spielbär, du spielst so scheiße. Oh, Spielbär, schreck nicht mehr an. Oh, Spielbär, hör auf, so ein Blödsinn zu reden die ganze Zeit. Da stöhnt schon wieder einer, stöhnt mir ins Ohr hier. War da ein Handtuch dabei? Hat irgendwer ein Handtuch gesehen?
Ich muss einfach nur in ein Hotel, wo viele deutsche Urlauber unterwegs sind. Da liegt auf jedem Liegestuhl liegt immer ein Handtuch. Mindestens eins, wahrscheinlich sogar mehrere. Aber hier ist halt kein Hotel. Ich bin hier total am Popo mit allem. Und spucken können sie auch nicht hier. Guckt sie euch an, wie sie alle fehlen. Sucht ihr einen Pool, ja. Ich muss einfach zum Pool. Da, wo die Deutschen am Pool liegen, dann nehme ich mir einfach die Handtücher. Pass mal auf. Also wenn hier in der Butze nicht mindestens ein Handtuch rumliegt irgendwo. Nein, legt die Johns Notiz aus der Hand. Ein Telefon, ja, ich habe ein Telefon. Das Telefon bringt es, ich schwöre es. Pizzakartons. Nägel. Ich höre schon wieder irgendwas. Hört doch mal auf, immer dieses ständig welche Sachen. Was ist das? Lumpen. You are overload. Ja, ich bin total overload. Ich bin der Overlord. Das will mir das Spiel damit sagen. Vor allem, manche Sachen sehen aus, als könnte man sie nehmen, aber dann kann man sie doch nicht nehmen. Das ist auch gemein. Und warum hat hier eigentlich keiner Vorhänge in irgendeinem Haus? Verstehe ich gar nicht. Guck mal, das ist auch gemein. Hier steht eine Dose in der Ecke, die kann ich nicht nehmen. Es muss die gelb angemalte Dose sein. Nur und ausschließlich dann darf Spielwehr die Dose zum Craften verwenden. Wenn die Dose nicht mit der genormten Farbe gelb angemalt ist, ist die Dose nicht freigegeben für irgendwelche jedwede Crafting-Prozesse. Da war ein gelbes Fahrrad und du konntest es trotzdem nicht benutzen. Betrug. Ja, das habe ich auch gerade noch gedacht. Da war doch das Fahrrad war doch gelb. Wieso kann ich das eigentlich nicht verwenden? Das verstehe ich nicht. Das ergibt alles keinen Sinn. Ich glaube, das existiert alles nicht wirklich. Das ist, glaube ich, eine Scheinwelt hier. Wie viel Zeit habe ich noch? Ach, doch reicht nicht. Diese Zeit habe ich bis an mein Lebensende hier. 6 Minuten noch. Kannst du die Wolfsköpfe aus dem Inventar schmeißen? Die brauche ich doch noch, die Köpfe. Ein gelbes Fahrrad ist nur für den Postangestellten. Genau. Aber nur wenn ein Horn drauf ist, dachte ich. Warum hat der Mann nur eine Kiste? Hier, guck mal, er hat ganze Container hier in seiner Basis und ganze Kartons überall. Er könnte überall was reintun, aber nein, es muss der eine Behälter sein mit der einen Funktion, Dinge hineinzustopfen. Ich kann nicht mehr springen, genau. Weil ich ja überladen bin, muss ich die Treppe benutzen. Das ist diese lustige Survival-Logik immer. Du musst die eine Kiste. Das ist wie mit dem Ring unterm Verschluss. Es muss der eine Verschluss sein. Hier, oh, guck mal, wie überladen ich bin. Guck mal, vor allem die Kiste kann auch nicht so viel mehr tragen als ich eigentlich. Ach, Leute, ich sag's euch. So, warte mal, können wir jetzt jemanden anrufen? Ich möchte gerne den Telefonjoker benutzen. Das wäre sehr schön. Ich habe echt kein Handtuch gefunden. Das ist bestimmt so ein Late-Game-Item. Das Handtuch. Das musst du im Bossfight musst du das Handtuch bekommen. Du kriegst immer nur ein Handtuch pro Bossfight. Bestimmt muss ich da den Balrog dafür besiegen, damit ich das Handtuch werfen kann, endlich. Ich werf gleich das Handtuch hier, genau. Das heißt, ein Mist, zerleg doch was. Ja, was denn? Wo kommt denn Handtuch raus? Wo kommt Handtuch denn raus, frage ich euch. Wenn ich was zerlege, hier kommt ja nur Stoff raus, aber ohne dass ich vorher ein Handtuch oder einen Vorhang zerlegt habe, weiß ich ja nicht, wie ich ein Handtuch herstellen kann. Wie wir alle wissen, lernen wir nur, wie wir Dinge herstellen, wenn wir Dinge zerreißen. Ja, deswegen habe ich auch vorhin, als ich hier in der Küche, habe ich vorher nochmal meine Küchenhandtücher zerrissen, damit ich mir neue machen konnte, damit ich wusste, wie das funktioniert, weil vorher war mir das gar nicht klar, ja. Und dann hatte ich plötzlich den Geistesblitz. Ich muss meine Handtücher kaputt machen, damit ich weiß, wie ich neue herstellen kann. Habe ich nie wieder welche kaufen. Unglaublich. Damit du Platz in der Tasche hast. Ja, das könnte man natürlich auch mal. Guck mal, das Telefon muss ich zum Beispiel recyceln, ne? Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, ja. Kann man den Ast recyceln? Ich wollte gerade sagen, alle benötigt, um Schema zu erhalten. Das wäre zu lustig, wenn ich jetzt den Ast recyceln muss, um zu lernen, wie ich Äste herstelle. Aber nee, also so weit geht's dann doch nicht. Ja? Das wäre dann doch eine Spur zu dämlich. Okay, egal. Auf jeden Fall, genau. Wir können ja hier die Nägel mal wegmachen. Was haben wir hier? Zeug, genau. Warum ist eigentlich, was ist das hier? Ein Tropfen. Das sind anscheinend feuchte Klamotten, die ich da die ganze Zeit zerlege. Guck mal, mach mal alles kaputt jetzt hier, den ganzen Schrott, genau, mach alles kaputt.
alles kaputt machen, alles wegmachen. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich mache gerade Dinge weg, die ich irgendwie noch gebrauchen kann. Aber man weiß es nicht am Ende des Tages. Können wir Upgrades machen? Irgendwelche. Dosen. Ich bräuchte nochmal Dosen und Kabel. Aber mir fehlt ja eh immer noch dieser komische Schweißperlen-Dings. Für den Serum-Container. Okay, warte. Für den Serum-Container brauche ich nochmal Dosen. Ich brauche wie viel Dosen nochmal? Dass der Speer den Serum-Container bekommt. Serum-Container. 5. 5 Dosen. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt machen wir den Serum-Container. Von dem wir den Blueprint nicht haben. Ah! Warum habe ich dieses Blueprint nicht? Ich werde wahnsinnig. Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Es macht mich wahnsinnig alles. Das ist verrückt. Total verrückt. Festigkeit. Können wir nicht Festigkeit? Stimmt, nee, können wir auch nicht. Da fehlt der Vorhang. Können wir Effizienz machen? Nein, da fehlt das Lösungsmittel. Das ist auch keine Lösung, siehst du? Gott. Wir können nichts machen und sind die Hände gebunden. Aber wenigstens kann ich mich wieder bewegen. Ich kann wieder klettern. Man muss doch irgendwie noch eine Kiste bekommen, dass man noch mehr weglegen kann in so einem Crafting- und Sammel- und Survival-Spiel. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Wieso scheitert das Erweitern des Lagers an 3 Handtüchern? Das müssen die tollsten Handtücher des Universums sein. Ich sag ja. Recycle alles. Ich kann das aber nicht. Ich brauche doch bestimmte Teile noch für andere Sachen. Ich kann nicht recyceln. Ich bin ein Messi. Du kannst nicht von einem Messi verlangen, alles zu recyceln. Das widerstrebt meiner Philosophie im Leben. Das kann ich nicht. Ich kann nicht. Hör auf. Verlang nicht von mir, was ich nicht in der Lage bin zu tun. Hier die Nägel von mir aus. Dann mache ich das halt. Warte, wir haben ja noch Pflanzen und alles. Hier. Stimmt, da kriege ich ja auch Körper. Ja. Nein, die brauche ich für Serum, um Gottes Willen, Spielbär. Tu es nicht. Nichts weiter recyceln. Stopp, aufhören. Ich muss noch Serum herstellen. Man kann ja alles nochmal verwenden. Es kommt alles wieder zurück, genau. Wie die 80er. Hier noch einmal Serum herstellen. Einmal Serum, einmal Serum. Sangria, genau. Warte. Und jetzt, ach, was muss ich wieder tun? Warte, ich muss mehr Sachen zerlegen. Sachen zerlegen, Sachen zerlegen. Recycle alles, das du auch wieder herstellen kannst. Ja, wie, woher weiß ich, was ich herstellen kann und wie? Moment, stopp, ganz ruhig. Ganz entspannt. Kann Autoteile kann ich herstellen, ja, kann ich. Aber da brauche ich ganz viel Zeug. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich Autoteile zerlege, kriege ich dann dasselbe in Autoteilen wieder zurück, was ich vorher reingesteckt habe? Warte mal, ich kriege 60 raus. So, wenn ich jetzt ein Autoteil herstellen will, brauche ich 70. Da verliere ich Sachen. Ich verliere Dinge, wenn ich das tue. Aber auf der anderen Seite bleibt mir nichts anderes übrig, weil so kriege ich nämlich keine neuen Autoteile. Deswegen muss ich das jetzt tun. Da ist eine Crowbar. Ah, die muss ich noch zerlegen, damit ich weiß, wie ich sie machen kann. Damit ich weiß, wie ich eine neue Brechstange schmieden kann, genau. Man kennt das ja, genau. Man kennt das Prinzip. Du musst immer die Brechstangen zerlegen, damit du weißt, wie du Brechstangen herstellst. Das ist einfach zum Brechen hier, ich sag's euch. Daher kommt den Wolfskopf, recyceln wir jetzt auch. Und das Wolfsblut. Hier und den Overall. Und dieses Gehirn. Und das Radio. Ich mache jetzt alles kaputt. Alles mache ich jetzt kaputt. Ich hab die Faxen dicke jetzt hier. Ganze Zeug hier. Ganze Messi-Spiel. Das ist ein Messi-Spiel. Das hat der Lionel erfunden, nämlich. Der hat das entwickelt. Der war Berater dafür. Unglaublich. Kann ich jetzt wieder Dinge tun? Wegtun? Ich will Dinge wegtun. Endlich. Ja, ich kann wieder Dinge wegtun. Ich habe wieder die Hälfte Platz. Der Wahnsinn. Aber wo ist das ganze Zeug jetzt hin? Es ist einfach in den Eiter verschwunden wahrscheinlich. Ganze Zeug, die ganzen Schrottkomponenten, das alles. Alles weg. Weggezaubert einfach so. Hier, rein damit. Guck mal. Oh, wie ich wieder Gewicht habe. Nice. Ich habe wieder Gewicht. Ich kann wieder Dinge tun. Es piept, irgendwas hat gepiept. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich weiß es nicht, ich muss mich heilen. Nochmal, na warte, wenn ich mich jetzt da heile, dann resette ich die 5 Minuten. Nein, das machen wir nicht, das machen wir nicht. Wir haben noch 5 Minuten und die werden wir nutzen. Die werden wir sowas von nutzen. Du kannst auch nicht looten mit vollem Inventar. Ich weiß, das ist mir gerade auch klar geworden. Rein, rein, rein in die Zone. Wisst ihr, was ich mal gerne hätte? Mehr Stamina.
Ich habe das Gefühl, es ist eine. Die Latte ist ein bisschen größer geworden. That's what she said. Oder kommt mir das nur so vor, bilde ich mir das jetzt ein, dass die Latte größer geworden ist? Der GEZ-Beauftragte kommt, kannst sagen, ich habe gar kein Auto. Ja, genau, ich zerlege einfach alles. So, jetzt gehe ich in Richtung von diesem Pinüpel, der da markiert ist. Guck mal, jetzt wird es weniger Abstand, siehst du? Ich muss nämlich genau dahin eigentlich. Wir sind ja hier schon mal auch durch. Ah, du bist nicht die Alpha-Ratte, oder? Nee. Du bist eine normale Ratte. Hier, nimm mal alles mit. Ich sollte vielleicht mal noch einen Verband verwenden. Hier unten war noch der Typ drin. Vielleicht sollten wir da nicht reingehen. Ich gehe mal wieder hier raus. Ich glaube, das Haus ist eine Sackgasse. So, warte mal. Da in die Richtung. Die Indianer-Vorfahren melden sich wieder. Das sind meine Indianer-Vorfahren, die zu mir sprechen. Die können mir mal zuflüstern, wo jetzt die blöde Alpha-Ratte ist. Es muss hier oben irgendwo sein. Oh, Kaka, genau. Oh, Kaka, das ist indianisch für jetzt wird's heiß. Jetzt wird's brenzlig. Oh, Kaka. Ganz klar. Mindestens. Da hinten ist noch ein Auto zum Zerlegen. 0,2 Meter, Kilometer, genau. 50 Meter. Mal sehen, wie die Alpha-Ratte aussieht. Vielleicht hat die ja Handtücher, man weiß es nicht. Die ist ja anscheinend so ein Endgegner. Alpha-Ratte? Boah. Okay, die ist schon ein bisschen größer. Ich habe ein bisschen Angst vor der Alpha-Ratte, wenn ich ehrlich bin. Ich wüsste jetzt nicht mal, wie ich zur Alpha-Ratte komme, ehrlich gesagt. Ich muss erstmal über diesen Zaun kommen. Sag mal, könnt ihr mal stillhalten? Ich werde hier wahnsinnig gerade. Aua. Ey, die machen mich platt, die Viecher. Was soll denn das erst mit der Alpha-Ratte werden? Die normalen sind schon schlimm. Schnell, Verbände und alles. Verbände. Mach ihr auch noch. Es reicht ja nicht, dass da eine Alpha-Ratte ist. Nein, es müssen natürlich auch noch Knieviecher sein. Oh, Jesus Christ, ey. Du fängst gar nicht erst an, Stress zu machen. Genau, kann ich hier aus dem Wagen was rausholen? Warte, da ist bestimmt Supplies drin. Ja, sehr gut. Verbände und alles. Warte mal, war da industrielles Lösungsmittel dabei? Ich glaube, da war industrielles Lösungsmittel dabei. Ja, industrielles Lösungsmittel war dabei. Ich werde wahnsinnig, aber immer noch kein Handtuch. Moment mal kurz. Ich muss mal ganz kurz hier die Frexe gucken. Handtuch? Nee. Leider nicht. Ach Mann, ihr kleinen Wanzen, ihr hässlichen. I need the serum. Ah, nein, nicht auf die Uhr gucken. Hier, Schutz. I need the serum. Get to the chopper. Ah! Zombies. Ratten, sie werden dich kriegen. Ja, schön, aber ich finde das nett von den Zombies, dass die am Zaun wieder umdrehen. Das finde ich sehr schön. Moment, warte mal. Hier war noch irgendwo eine Ratte, glaube ich. Irgendwo war noch eine. I hate rats. Ach was. Ich kenne das Gefühl. Aua. Kleines Mistvieh. Stirb. Wo sind denn die Zombies jetzt? Die waren doch gerade eben noch da drüben. Oh. Da hinten ist die. Da hinten ist die. Das ist die. Ich glaube, das ist die Alpha-Ratte. Aber die kriegt den Weg irgendwie gerade nicht hin. Kann das sein? Die ist gerade ein bisschen überfordert. Oh, Verbände, warte mal, nehmen wir mal gleich mit. Ah, dieser Techno im Hintergrund immer, ey. Dieser Techno. Hier, komm mal her, genau, komm mal her, hier in die Ritze kommen. Hier, ich bin doch an der Ritze. Du kannst doch auch einfach zur Ritze kommen, dann machen wir das ganz schnell hier untereinander aus. Guck mal hier bin ich. Ah, nicht spucken, so haben wir nicht gewettet. Oh nein, da schlurfen sie da hinten. Komme ich hier hoch zufällig? Kann ich hier rüberklettern? Warum hat man eigentlich keine Fernkampfwaffen? Kann mir das mal einer erklären? Damit du da genau diese Probleme hast. Aua, das hat mir ins Gesicht gespuckt. Damit du genau diese Probleme hast, Spielwehr, die du gerade hast. Genau deswegen gibt es keine Fernkampfwaffen. Damit du sie nicht alle einfach durch irgendwelche Lücken erschießen kannst. Mit dem Bogen und dem Pfeil.
kommt man denn dahin, ey? Also irgendwie außenrum wahrscheinlich, aber ich will gar nicht dahin. Na los, mach sie platt. Ja, das sagst du so einfach. So nach dem Motto, los und so. Mich macht diese Musik die ganze Zeit schon so ein bisschen kirre auch. Ich nehme jetzt Schmerzmittel. Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es alles nicht mehr aus. Wie viel Zeit habe ich? 8 Minuten. 8 Minuten? Okay, da kann ich aber noch ein bisschen rumfummeln hier. Moment, Sekunde. War die Ratte nicht schon mal hier so auf dem Vorhof gewesen? Guck mal, von hier muss man doch... Hier, die hat doch Probleme gehabt, hier rüberzukommen. Oh, ist sie das? Ich glaube, das ist sie. Hä, wieso ist sie jetzt von da gekommen? Jetzt hat sie den ganzen langen Weg außen rum gegangen. Jetzt bin ich hier, jetzt kommt sie nicht mehr zu mir, oder was? Ist das witzig? Ist das lustig? Hier bin ich, guck! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott, es macht voll wenig Schaden, wenn ich sie treffe. Aber sie hat gerade selber so ein paar... Kuckuck! Ah! Willkommen im Alpha-Rattenpark! Wird der die Alpha-Ratte fressen? Ist ja stark! Ah! Was ist mit dir, Kleine? Hast du noch nie Rattenburger gegessen? Sterbt, ihr Mistviecher, ihr Kleinen! Haben sie hier irgendwo eine Kuh gesehen? Ah! Sie spucken und sie lachen, sie singen und sie schreien. Sie wollen noch mehr Spielbär. Die leckeren Knabbereien. Ihr kleinen Schweinchen, ihr hässlichen. Mit euren hässlichen Tentakeln im Gesicht. Will ich mich auch schämen gehen. Cthulhu-Ratten! Jetzt komm ins Auge, wo auch immer das ist. In den Po. Der Po! Der Hintern! Jetzt hängt sie da am Stamm fest, oder was? Komm ran hier! Hässliches Kackvieh. Ja, in den Po, jetzt schnell! Double Tap! Das war, glaube ich, eine krasse Attacke, die sie gerade machen wollte. Ich hab's! Plündern! Was ist das? Galle! Das Anti-Nebel-Serum. Braue das Anti-Nebel-Serum und röste es aus. Okay, warte, wie viel Zeit habe ich noch? 6 Minuten. Warte mal, ich will jetzt nochmal da hinten hin, wo die Ratte hergekommen ist. Weil da ist bestimmt wichtiges Zeug. Da kann man bestimmt auch plündern. Ich brauche Handtücher, Vorhänge, alles. Die ganzen wichtigen Sachen im Leben, die mir fehlen. Ich habe weder Vorhänge noch Handtücher. Kleines Shit. Stirb. Da! Pass auf, jetzt ist hier gleich noch eine. So eine zweite Alpha-Ratte. Dann wirst du angegriffen, nicht von vorn, sondern von den Seiten, von den anderen beiden Alpha-Ratten, von denen du gar nicht gewusst hast, dass sie da sind. Oh Mann. Aber du hast Ratten. Ah, da ist es. Oh nee, das ist wieder sowas. Schnell. Muss schnell sein. Oh mein Gott. Moment. Stoppel die Bob. Warte. Ich höre da wieder irgendwas gerade. Irgendwas ist da schon wieder. Ist irgendwas passiert. So. Ja, warte. Und jetzt den hier unten nochmal. So. Und dann den hier nochmal. Ja, so müsste es gehen. F. Durchfluss. Ich habe nur noch 2 Minuten jetzt auf einmal. Was ist denn da passiert? Komm, zieh. Los, du es. Yes. Und habe ich was gekriegt? Come on, Puzzlebugs. Ah, hier ist nämlich was drin. Da war eine Topfpflanze drin. Eine Zimmerpflanze, endlich. Ich habe eine Zimmerpflanze. Ich habe noch 4 Minuten. So eine Lüge hier immer. Ah, das ist hier der Rückweg. Guck mal. Lumpen. Warum liegen eigentlich überall Lumpen rum? Aber keine Vorhänge und keine Handtücher. Was ist da eigentlich kaputt? Die waren alle vor der Apokalypse unhygienisch. Und deswegen konnte sich diese Seuche nämlich überhaupt erst ausbreiten, weil die alle keine Handtücher mehr. Es gab eine chronische Handtuchknappheit in der Welt.
Und die konnten sich alle nicht mehr die Hände abtrocknen und nicht mehr die Gläser polieren und alles. Das ging alles nicht mehr. Es war alles vorbei. Und ab da... Was war das? Okay, das war ja komisch jetzt. Ab da ging es mit der Welt bergab. Eine Top-Pflanze zum Recyceln, na endlich. Wie lange musste ich darauf warten, auf diesen Augenblick, in dem mir es vergönnt war, eine Top-Pflanze recyceln zu dürfen. Der absolute Wahnsinn. Autos looten habe ich schon gemacht. Oh, warte, hier ist dieser komische Nebel, da muss ich aufpassen. Aber der Weg ist richtig. Naja, doch, doch, der Weg ist richtig. Das ist der Weg. Ich darf nur nicht in den Nebel rein. Meine Fresse, meine lieben Freunde, ich kann euch sagen, das war mal wieder ein Akt. Ein Akt. So, jetzt versuchen wir noch schnell zurückzukommen. Ohne, dass wir möglichst nochmal ein Serum anfangen müssen. Das wäre sehr nice, wenn wir das schaffen. Toilettenpapier war halt schon vor den Handtüchern aus. Ja, stimmt. Stimmt, das gibt's auch gar nicht, ne? Das muss man auch gar nicht zum Craften benutzen. Es wird schon direkt abgeschrieben, als ist völlig utopisch. Ja, Toilettenpapier kannst du vergessen. Keine Chance. Das wurde als erstes gebunkert von den ganzen Survivalisten und so. Das haben sie direkt als Tauschmittel eingesetzt auch. So wie die Kronkorken in Fallout. Ja, es wurde dann direkt schon verbraucht auch alles. Ein halblagiges, genau. Recycelt ist dieses raue. Was so richtig rau ist. So wie Schmirgelpapier. So, dann gehen wir mal hier raus. Genau. Und jetzt haben wir noch wie viel Zeit? 2 Minuten. Mensch, das ist ja Timing. Das ist das ultimative Timing. Timing ist B-I-T-C-H an der Stelle. Kann man da mal sagen. Ha! Das muss man mir auch erstmal nachmachen. So, nun haben wir kein Handtuch, aber wir haben die Galle von der Ratte und wir können jetzt das Nebelserum machen und ausrösten. Das machen wir gleich mal, dann ist die Aufgabe nämlich auch gleich direkt erledigt. Dann haben wir jetzt nach 10 Jahren endlich diese Aufgabe erledigt. Der Wahnsinn. Und an dieser Stelle endet diese Folge Serum. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die BR-Nachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Serum, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Möglichkeit, meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr es schon gemacht haben solltet und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao.